Vor einiger Zeit habe ich mit einigen Kollegen auf Justneros Kanal ein Video zu LeFloid produziert, wo jeder mal seine Meinung zu ihm abgibt. Und tatsächlich gab es von LeFloid auch vor einiger Zeit eine Antwort darauf, am Ende eines gewöhnlichen Videos, ohne jeglichen Hinweis im Titel darauf, damit wir das auch ja mitbekommen. Zu der Zeit hatten auch andere YouTuber Videos zu LeFloid gebracht, wie zum Beispiel Simplicissimus, also ist annehmbar, dass LeFloid da allgemein auf Kritiker antwortet und nicht nur auf ein bestimmtes Video. Aber was wurde überhaupt alles von Kritikern thematisiert und was hat LeFloid dazu zu sagen? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Zuerst behandeln wir LeFloids Antwort und damit die Kritikpunkte, auf die er eingeht. Danach widmen wir uns all dem, worauf LeFloid nicht eingeht. Dann können wir uns überlegen, warum LeFloid seine Antwort genau so gestaltet hat, wie er sie gestaltet hat. Nun aber zu LeFloids Antwort. Diese findet sich in dem Video YouTube-Star muss vielleicht 30 Jahre ins Gefängnis und erste Geldstrafen gegen deutsche YouTuber wieder. Bei 7 Minuten 27 beginnt das Ganze. Zuerst wird sich zu den Reinfällen auf Satiremeldungen geäußert. Auch ich hatte das zur Sprache gebracht. LeFloid will uns mit einer eindrucksvollen Rechnung zeigen, dass er ja kaum Fake News verbreiten würde. Da er geschätzt 1800 Themen behandelt hätte, von denen er viermal auf Satire reingefallen sei, sind das also nur 0,2% an News, die nicht stimmen sollen. Wow, da stehen wir ja ganz schön dumm da, dass wir dir da schlechte Recherche vorwerfen. Blöd nur, dass seine Reinfälle auf Satire nur ein Punkt war, was das Thema Recherche bei dir angeht. So wie LeFloid das in seinem Video darlegt, klingt es nämlich so, als seien von den ca. 1800 News nur die vier Reinfälle auf Satire-Falschmeldungen gewesen. Dabei gibt es genug Beispiele, in denen LeFloid Falschmeldungen verbreitet, ohne dabei auf Satire reinzufallen. Wie die News zu Leon McSherrans unangemeldeten Fantreffen, bei der es hieß, dass alle Fantreffen, die er veranstaltete, generell nicht angemeldet gewesen seien. Oder man siehe das Video von Simplicissimus. Dort wird gezeigt, wie LeFloid einfach irgendein Blödsinn über die Blue Whale Challenge wiedergibt, den er wahrscheinlich irgendwo im Internet aufgeschnappt hat. Videos in der Beschreibung verlinkt. Fake News und das ohne auf Satire reinzufallen. Wie hat Simplicissimus das überhaupt gemacht, dass er so gut über das Thema Bescheid weiß? Hat er etwa ausführlich recherchiert? Ich bin mir sicher, dass wenn wir alle diese Fälle von schlechter Recherche in deine Rechnung mit einbeziehen, wir da lange nicht bei den 0,2% Fake News bleiben werden. Ach ja, er versucht das dann auch noch damit zu beschwichtigen, dass andere große Nachrichtenagenturen ebenfalls auf Fake Stories hier reinfallen. Na dann kann ich ja jetzt ruhigen Gewissens meine Zuschauer mit Fake-Gewinnspielen verarschen, haben große YouTuber ja auch schon gemacht. Danach kommt LeFloid nochmal allgemein auf den Vorwurf der schlechten Recherche zu sprechen. Er erklärt, dass nicht jede Fake News sofort als solche erkennbar ist und somit viele Newsseiten diese schnell verbreiten. So passiert es dann, dass man trotz vieler Quellen ebenfalls eine Falschinformation verbreiten kann. Also bei deiner Blamage zur Blue Whale Challenge hat das definitiv nicht an falschen Quellen, sondern an der miserablen Recherche allgemein gelegen. Solche Unmengen an Fehlern in einem Video kannst du nicht damit entschuldigen, dass Newsseiten immer mal wieder Falschinformationen verbreiten. Bei dir mangelt es komplett an einer kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen. Wenn du schon weißt, dass nicht immer alles stimmt, was man so liest, warum überprüfst du dann nicht einfach mal, ob deine Quellen auch entsprechende Belege haben? Und vor allem, warum gibst du den Inhalt der Quellen komplett undifferenziert wieder, als ob alles genauso stimmen würde? Beispiel Berichterstattung zu Leon McSherrans. In einer einzigen deiner vier Quellen wurde behauptet, dass alle Fantreffen von ihm nicht angemeldet gewesen wären. Ohne irgendeinen Beleg. Diese Behauptung kam sonst nirgends vor. Trotzdem gibst du das 1:1 in deinem Video wieder, als ob es Fakt wäre. Hättest du dich kritisch mit deinen Quellen befasst, dann hätte dir auffallen müssen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das so stimmt, wenn nur eine Quelle das so in den Raum stellt. Anstatt das Risiko in Kauf zu nehmen, Falschinformationen als Fakt weiter zu verbreiten, kannst du doch einfach den Wahrheitsgehalt beim Vortragen der News anzweifeln. Setz dich doch kritisch mit den Quellen bei der Berichterstattung auseinander, damit Zuschauer ebenfalls dazu animiert werden, nicht alles zu glauben, was sie irgendwo lesen. Voraussetzung ist natürlich, dass man auch gründlich recherchiert und dabei selbst stets kritisch ist und nicht einfach irgendwo irgendwas liest und das dann so grob ins Video mit rein nimmt, würde den News recht gut tun. Zum Schluss gesteht sich LeFloid selbst ein, dass er nicht gerade die beste Recherchearbeit leistet und überlegt, sich dafür noch ein, zwei Leute dazu zu holen. Ist ein guter Ansatz, kann jedoch meines Erachtens nicht eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen ersetzen. Dies sollte also unabhängig davon auf jeden Fall stattfinden. Was bringt es denn schon, wenn drei Leute sich Themen raussuchen, die dann weiterhin unreflektiert einfach so wiedergegeben werden? Tja, das war auch schon alles, was LeFloid zu sagen hat. Interessant ist, wie er zuerst vermitteln will, dass er nur um die 0,2% seiner Meldungen falsch gewesen wären, aber dann selbst sagt, dass er ebenfalls Falschmeldungen verbreiten kann, ohne auf Satire reinzufallen und er sich besser Hilfe für die Recherche holt. Wer da ein bisschen drüber nachdenkt, wird feststellen, dass er da seiner eigenen Aussage nochmal Steine in den Weg legt. Beeindruckend.
Noch mehr negativ beeindruckend wirkt diese Antwort, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, was denn sonst noch alles an LeFloid kritisiert wurde. Wie seine Doppelmoral. Immer schön sein Fähnchen mit in den Wind halten, sich zum Beispiel negativ zu Clickbait-Journalisten äußern, deren der ganze Kanal genau daraus besteht. Oder wie er bei Christen kein Problem damit hat, diese zu kritisieren, aber bei Taten von Islamisten sind das dann plötzlich nur Arschlöcher, ohne dass deren ideologischer Hintergrund damit irgendwas zu tun hätte. Seltsam, dass du dich zu diesen Vorwürfen gar nicht äußerst. Ich meine, selbst wenn du die Kritik annimmst, dann sollte man schon einen Hinweis darauf geben, wofür denn sonst die Antwort? Seine Titel und Thumbnails wurden ebenfalls kritisiert, wobei ich hier sagen muss, dass ich den momentanen Thumbnail-Stil deutlich besser finde als die komplett reißerischen Übertreibungen. Dadurch, dass sich da LeFloid selbst mit abbildet, wird nun deutlich vermittelt, dass er über diese Themen spricht und da seine Meinung zu sagt. Passt ziemlich gut zum Format. Ein weiterer großer Kritikpunkt war die Berichterstattung an sich und LeFloids manipulative Art dabei. Dabei geht es nicht darum, dass er seine Meinung sagt, sondern wie diese mit der Berichterstattung vermischt ist und wie die Zuschauer manipulativ in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Dinge werden während des Berichtes stets negativ dargestellt, indem es zum Beispiel als asozial oder unmenschlich bezeichnet wird. So wird dem Zuschauer bereits vermittelt, dass es sich hier definitiv um etwas Negatives handelt. Wenn LeFloid dann nach der Meinung des Zuschauers fragt, ist es klar, dass Leute, die vorher keine anderen Meinung waren und solche, die sich nicht viel eigene Gedanken dazu machen, hier LeFloid zustimmen werden. Ein konkretes Beispiel habe ich im Video von Just Nero genannt. Anstatt sich der Kritik dazu zu stellen, baut er einfach seine Antwort genau darauf auf. Die Rechnung mit den 0,2%, das Beispiel, dass große Newsseiten auch Falschmeldungen verbreiten und die Recherche so nicht einfach sei, alles manipulative Tricks, um den Zuschauer Folgendes zu vermitteln. LeFloid würde kaum Fehler machen und wenn, dann könnte man ihm das nicht zur Last legen, da er es schwer mit der Recherche hätte. Somit wären wir bei dem Grund seiner Antwort angelangt. Es geht gar nicht darum, sich gegenüber den Kritikern zu erklären. Inhaltlich gibt es ja nichts zu holen. Zielgruppe seiner Antwort sind nicht jene, die ihn kritisieren, sondern seine Zuschauer selbst, um diese zu manipulieren. Damit diese den Eindruck haben, dass jeder, der LeFloid kritisiert, ja keine Ahnung hätte und LeFloid recht fehlerfrei wäre, man ihm seine Fehler auch nicht weiter nachtragen könne. Deshalb diese Antwort von ihm. Wenn man sich nicht manipulieren lässt und sich mit der Kritik zu LeFloid befasst hat, dann wirkt diese Antwort vor allem eins: erbärmlich. So wie es aussieht, haben wir mit unserer Kritik gar nicht so unrecht, wenn du schon sowas nötig hast. Andernfalls hättest du deine Antwort wohl mit deutlich mehr Inhalt gefüllt, sodass jeder, der über die Manipulation hinwegsieht, wenigstens etwas mit deinen Aussagen anfangen kann. Traurig, dass so viele sich haben manipulieren lassen von Aussagen, die alles andere als unangreifbar sind. Lasst doch sowas nicht mit euch machen und denkt stets selbst nach, ob das Gesagte auch so stimmen kann, auch bei YouTubern, die im positiven Licht stehen. Wie man sieht, ist das auch bei ihnen immer mal wieder nötig. Wenn ihr YouTubern blind hinterherlauft, nur weil sie im positiven Licht stehen und ihr sie sympathisch findet, dann seid ihr auch nicht besser als jene, die auf Kampf ihre gefeierten Assi-YouTuber verteidigen. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein!